Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty auf der neuen Map, die neue Staffel. Ich hab Bock, ihr habt Bock, wir alle haben Bock. Also lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und vergesst das Abo nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go! Wir haben Schwierigkeiten in der Verwaltung. Wir gucken mal rein. Irgendein Gebäude von uns. Dem Holzschuppen fehlen Äxte. Okay, also das müssen wir jetzt regeln. Aber ich habe auch schon wieder keine Fackel da. Ich erfriere gleich wieder. Es ist einfach richtiger, ekliger Regen im Herbst. Also die Klamotte, die ich gekauft habe, die bringt ein bisschen was. Aber nicht wirklich viel. Und dabei war die teuer wie Sau. Ich sterb gleich. Das ist ja mal wieder ein richtiger geiler Anfang für die Folge. Ja? Gestorben. Respawn, bitte. Dankeschön. Ist dumm schon wieder. Naja, egal. So, ich muss Äxte herstellen. Wie viele Äxte kann ich denn her... nur eine. Okay. Vielleicht haben wir hier noch Steine drin. Vielleicht kann ich hier noch ein paar... Ja, wir haben noch Steine. Alles easy. Dann mache ich jetzt erstmal 2 Äxte. Okay, dann habe ich nicht genug Stöcker. Ich soll nochmal nach Stöckern gucken. Obwohl, wir könnten eigentlich sagen, 3 Äxte reicht doch erstmal, oder? Das reicht erstmal. Der Jäger hat noch ein Bronzemesser auf 91,6% Zustand. Das wird auch eine Weile reichen. Ja, tja, das ist jetzt das Ding. Womit machen wir jetzt Kohle? Ich glaube... Habe ich selber noch ein Messer? Ich habe selber noch ein Messer. Ich glaube, ich werde jagen gehen. Da oben war ja... Da oben war ein Bär, ne? Tja. Wir den Bären jagen sollten? Nee, ich sollte keinen Bären jagen gehen. Ich habe einfach zu wenig Lifeguard. Hier sind Luchse und die stecken fest. Easy kill. Hat mich angegriffen. Oh, ah, Lux Kill. Ey. Wie oft bin ich jetzt schon gestorben, diese Folge? Definitiv 2-mal zu oft. Können wir uns eine Fackel craften? Nee, dazu brauchen wir Stroh. Oh, okay. Ist die nicht hier erschossen? Hier, ne? Ja, da vorne. Erstmal ein Feuer anmachen und dann ein bisschen Fleisch grillen. Das Fleisch, was ich jetzt von dem Lux hatte. Hey, hoffentlich ist es ein bisschen wärmer jetzt am nächsten Tag. Ich habe auf jeden Fall wieder Full Life und wir können noch mal auf die Jagd gehen. Eventuell jetzt auch noch mal Richtung Bär schauen. Vielleicht, wenn ich mich gut anstelle, kriegen wir einen Down. Darf mich nur nicht überraschen, da vorne ist er. Okay Leute, Bärenfight im Medieval Dynasty. Ich gehe mal in die First Person und dann gucken wir mal, ob wir ihn treffen. Drei Treffer schon. Vier. Da war nix. Fünf. Sechs. Muss ein bisschen Ausdauer recken. Aber er ist stuck da vorne. Er kommt nicht zu mir. Er weiß nicht, wo die Pfeile herkommen. Und er ist down. Ja, easy. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Bärenkill ist doch easy. So, gucken wir mal, was wir aus dem großen Bären hier rauskriegen. Wie viel Treffer hatte ich jetzt? 7 oder 8? 8, glaube ich.
Also wir haben auf jeden Fall zwei Pfeile wieder bekommen, 30 Pelz und ein bisschen was an Fleisch. Wie viel Fleisch war das? 80 Fleisch. Digga, okay. Erstmal gleich überladen nach einem Bär. Gut, gut, gut. Jagdgebiet entdeckt, Wolf. Ich sollte mein Schicksal, glaube ich, nicht herausfordern. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Gegen Wölfe habe ich jetzt keinen Bock. Oh, da vorne ist noch ein Luchs. Den könnten wir vielleicht noch schießen. Er rennt weg. Wo ist er hin? Da unten. Erwischt. Alter, war das ein Distanzschuss. Sehr gut. Krasser Distanzschuss. Oh, hier ist noch einer. Ruhe. Erwischt. Ja, sehr gut. Zwei Luchse. Wie viel kriegen wir da raus? Pelz und 8 Fleisch. 2 Pelz und 8 Fleisch. Okay, sehr gut. Oh, ich habe kein Messer mehr. Dann crafte ich mir noch schnell ein Messer. Ich werde jetzt mal das ganze Fleisch, was ich da gejagt habe, erbraten. Das sind 146. Und dann würde ich mal nochmal in die Stadt laufen. Und mir eventuell nochmal was Wärmeres zum Anziehen zu kaufen. Ja. So, das hat jetzt echt wirklich sehr lange gedauert, 146 Fleisch zu braten. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Jetzt brauche ich selber erstmal Fleisch, damit ich nicht verhungere. Okay. Jetzt können wir losziehen und den ganzen Bums verkaufen. Vielleicht entdecke ich ja unterwegs noch was. Ich habe einfach so einen Hasen erlegt. Im Laufen. Nice. Ja. Ich hoffe, der macht jetzt unser Gewicht nicht komplett voll. Nee, geht. Oh, hier vorne, Alter, diese Hirschherde. Da könnte man ja auch mal reinschießen. Aber dann wäre ich, glaube ich, komplett überladen. Das geht nicht. War so ein Häschen? Ein Häschen geht. Verdammt, verschossen. Ja, bevor ich jetzt meine ganzen Steinpfeile hier verschieße. Aber vielleicht ein Taube. Ja. Sehr gut. Da habe ich zumindest den Steinpfeil wieder bekommen. Aber jetzt ist mir auch gerade nicht kalt. Ich hätte mich vorher waschen sollen. Ah, das habe ich vergessen. Das beeinflusst bestimmt den Preis, den Verkaufspreis. Vielleicht entdecke ich in der Stadt ja noch eine Möglichkeit, mich zu waschen. Oder ich gehe mal ganz kurz in den Fluss hier, komm. Scheiß drauf, ist zwar kalt, aber... Oh, das ist auf jeden Fall tiefer als auf der ersten Map. Aber auch nicht sehr tief. Also schwimmen ist immer noch nicht drin. Aber ich bin sauber. Und es ist nicht kalt.
Also Regen kickt bei Temperatur auf jeden Fall nochmal anders wild. Ich glaube, ich verkaufe mal hier bei ihr. Hello there. Take care. Achso, bei ihr kann ich gar nicht verkaufen. Damn. Dann verkaufe ich bei ihr hier an der Theke. Kann ich bei ihr verkaufen? Oh, it's you again. Have nee. A nice day. Oh, okay. Dann halt direkt beim Klamottenhändler. So, einfaches Säckchen. Wie viel kriege ich dafür? 6 Münzen. Okay. Oh, guck mal. 518 Münzen für unser gebratenes Fleisch. Das ist doch... Das schmeckt doch. 38 Pelz. Kriegen wir 76 Münzen für... Schön. Okay. Jetzt gucken wir mal. Dicke Lederhandschuhe. Plus 4 Kälteschutz. Kosten 165. Ich glaube, das ist worth. Also für den Preis ist das worth. Auf jeden Fall. Kaufe ich mal. Edle Stiefel. Nee, das ist mir, glaube ich, zu edel. Gesteppte Weste, das haben wir ja jetzt, ne? Ja. Okay, wir könnten noch so einen Google kaufen. Nee, können wir nicht. Ist zu teuer einfach. Einfach zu teuer. Und mit Pelzbesatz einfach viel zu teuer. Krass. Vielleicht eine vernünftige Hose. Hose mit Manschetten kriegen wir nochmal ein. Kälteschutz dazu. Ohne Kappe. Kappe mit Haube. Ja, 5 Kälteschutz. Kniehose. Kniehose auch worth. Pelzschuhe. Wollstrumpfhose. Also ich glaube, ich werde mir Pelzschuhe auf jeden Fall kaufen. Und dann haben wir noch 255. Vielleicht noch irgendwie eine Kappe oder so. Eine Kappe, ja. Komm, kauf noch eine Kappe. Und jetzt ziehe ich mich erstmal an. Jetzt ziehe ich mich erstmal an. Dicke Lederhandschuhe. So. Eine Kappe. Oh, sind meine schönen langen Haare weg. Schade. Pelzschuhe. Ja. Kälteschutz haben wir jetzt 37%. Was hatten wir vorher? 28, 25. 21. Ja, wird schon. Aber das reicht für den Winter. Alter, ich habe jetzt einen Zopf. Alter, das gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt einfach einen Zopf. Guckt euch den Krieger an. Gewappnet für den kalten Winter. Ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben. Also jetzt müssen wir erstmal wieder reinwirtschaften. Jetzt ist natürlich die Frage, warte mal, Verwaltung. Wie viel können im Holzschuppen arbeiten? Einer. In der Werkstatt könnten wir noch einen anstellen. Und bei der Jagd könnten wir noch einen zweiten anstellen. Ich hole mir einfach noch 2. Wir haben ja das Haus gebaut. Und ich hole mir jetzt einfach noch 2 Leute, die bei uns mitmachen. Kann ich hier irgendwo, da vorne kann ich raus.
Also kurze Hose muss sein. Finde ich cool. Aber der Rest sollte halt so warm sein, dass wir im Winter jetzt nicht erfrieren. So, wir brauchen jemanden, der in Jagd gut ist. Gucken wir mal. Hier haben wir jemanden, der einen Jagd 3 hat. Die alte. Ja, sie ist auf jeden Fall eine gute Jägerin. Reputation erforderlich 300. Ah. Wir haben noch nicht genug Reputation. Verstehe. Aber ich habe doch beim letzten Mal hier eine Quest angenommen. Kann ich die eigentlich verfolgen? Ein Herz für Steine? So, dann gehen wir mal zu dem Typen. Sprich mit Bozzi da. Machen wir mal. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen Reputation. Okay, also irgendwie wollte der jetzt irgendwas mit einem Stein. Ich hab's geskippt. Ich muss ganz ehrlich sein. Okay, jetzt soll ich 10 Steine an ihn abliefern. Hm, gut, sammeln wir mal Steine. Alter, kann ich das auch bauen? Das ist ja mega geil. Also an so Dekoartikeln haben die auf jeden Fall nochmal richtig hart reingepellt hier bei dem Game. Und das ist gut so. Damit die Dörfer einfach viel, viel besser aussehen. So, Digi, ich habe deine Steine. Reputation plus 100. Das heißt, warte mal. Reputation 310. Das heißt, wir können noch jemanden einstellen. Top, hat sich gelohnt gleich die Quest. Dann nehmen wir gleich mal sie. Die hat ja 3 in Jagen. Du warst das, ne? Genau, 3 in Jagen. Bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Großartig, wir sehen uns dort. Top. Jetzt bräuchten wir noch einen Typen. Aber er ist richtig schlecht. Er ist auch richtig schlecht. Die Typen sind richtig, richtig schlecht. Naja, belassen wir es erstmal bei ihr und sie kann halt mit jagen, ne? Einfaches Haus, da ziehst du bitte ein und du gehst bitte in die Jagdhütte mit. Top. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, wie viel macht jetzt die Jagdhütte. Ja, lass das mal mit dem Pelz sein. Und geh mal bitte nur auf Leder. Weil, ich weiß ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und mit einem Leder können wir halt so ein kleines Säckchen machen zum Streuen von Saat. Und die Dinger können wir natürlich dann wieder verkaufen und die bringen ganz gut Money. Also wenn man da die ein bisschen spammt, dann kriegt man da ganz gut Money raus. Und das versuchen wir jetzt einfach mal, dadurch ein bisschen Kohle zu machen. Weil ich weiß noch nicht, ob das, was ich jetzt hier anhabe, ob das für den Winter reicht. Ich hoffe schon, aber müssen wir testen. Immer hier oben lang, um einfach Wege abzuchecken, um vielleicht noch irgendwo Loot zu finden. Ey, mit dem Zopf gefällt mir mega gut. Mit der Kappe. Ich sehe jetzt aus wie ein fescher Typ. Guck mal, hier oben ist auch eine Höhle. Höhlenspot. Ja, hier. Okay, merke ich mir mal. Nehmen wir den Bogen in der Hand, bevor wir hier eventuell Besuch bekommen. Jetzt einfach mal diesen Weg hier lang und dann nehme ich den hier und gehe dann zum Dorf.
um einfach die Wege abzuchecken. An den Wegen ist ja meistens der Loot. Obwohl hier auch sehr viel Loot auch abseits der Wege mal war. Bergig ist natürlich auch ein Zeichen für eventuelle Bären. Da ist ein Hirsch direkt auf dem Weg. Oh, oh. Das Männchen. Hab mir erwischt. Schön in die Seite. Na komm schon. Erwischt, sehr gut. Oh, mein Steinmesser ist wieder kaputt, aber wir haben 6 Leder bekommen. Ah, die geben also Leder. Na dann. Dann jagen wir doch mal Hirsche. Ich muss wieder ein Messer bauen. Hier ist auch eine Höhle. Echt viele Höhlen hier im Zentrum der Map. Auf der anderen Map waren die alle südlich oder sehr nördlich. Aber hier schon im Zentrum der Map so. Interessant. Aber immer noch kein Loot gefunden. Schade. Mal so ein umgestürzter Karren oder so, das wäre nice. Geh mal kurz was trinken. Da vorne, das ist ein Dorf. Ja, das ist keine verlassene Gegend. So ein Wasserdorf. Auch nicht schlecht. Komm Leute, ich mach mal Licht an, oder? Ich vergesse das immer, wenn ich nachts unterwegs bin. So, ich könnte mir jetzt hier schon mal einen rechts einen Weg über den Berg suchen. Damit ich wieder nach Hause komme. Oh, da unten ist Loot. Das ist ein kleines Lager. Jagdgebiet entdeckt, Wolf. Okay. Leder, Pelz. Oh, ein Jagd... ein Jagdlager. Langbogen 100%. Der schmeckt auch. Das ist jetzt kein Recurve-Bogen, aber... Oh, kleiner Holzbär. Ja, nice. So, wo muss ich jetzt lang? Hier lang. Dem Fluss folgen. Oh, Wolf. Hab ihn gesehen. Okay, erlegt. Wir sind doch meist zu zweit unterwegs, oder? Oh, hier gibt's Ton. Ah, interessant. Hier gibt's Ton. Das ist ja direkt an meinem Dorf. Ja, nice. Oh, Jagdgebiet entdeckt. Wir sind. Da sind 3. Probier's, komm. Es ist zwar Nacht, aber ich probier's. Erlegt, 1. Zwei. Sehr schön. Den dritten lasse ich mal. Zur Art Aufrechterhaltung. Mal sehen, wie viel wir da rauskriegen. Ich habe schon gehört, also wie sind... Alter, 80 Fleisch, 30 Leder. Okay. Oh, die droppen Leder. Nice. Wiesenschädel. Und ich bin hart überladen. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Erstmal haben wir Fähigkeit Jagdwissen. Können wir skillen. Ja, dann kriegen wir da mehr Erfahrung.
Auf jeden Fall machen wir das. Und dann... Ja, Diggi, was mache ich jetzt? Was werfe ich raus? Die 5 Steine? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Der Wiesenschädel? Ja, lass den mal ablegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen, okay. Aber gut zu wissen, dass es hier oben Wiesente gibt. Ist ja wirklich... Um mein Dorf gibt's ja wirklich alles, was das Herz begehrt. Das ist so krass. Komme ich hier runter ohne Fall Damage in den Fluss? Jo, sehr gut. Ich glaube, ich leg mich erstmal hin und sortiere den... Achso, macht der jetzt automatisch schon. Okay, ja. Und, oh! Es ist Winter. It's biting cold. Und mir ist kalt. Oh nein, ich habe zu wenig an. Leute, was soll ich denn noch? Also die Hose wäre eigentlich das Einzige noch, was wir upgraden können. Wir brauchen eine krasse Hose. Wir brauchen eine krasse Hose. Ich werde gleich mal... Die Säckchen aus dem Leder herstellen. 74 Stück. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein neues Level im Jagen bekommen. Neben Produktion haben wir ein neues Level bekommen. Weil wir jetzt so viele Säckchen hergestellt haben. Was können wir da machen? Verputze, um den Verbau von Brennmaterial zu sein. Verputzte Wände. Handwerker. Neues Level. Okay, da können wir Wände verputzen. Okay. Baumeister, 5% langsamer Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. Kochwissen, 5% mehr Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Küche. Ich glaube, ich mache das mit dem Wändeverputzen. Ich glaube, es macht Sinn. So. Jetzt ist die Frage. Schuhe können wir da reintun, das Leinenhemd. Haben wir nicht mehr an. Der Holzbär bringt uns 30. Ah, okay. Der Langbogen 140. Das ist auch gut zu wissen. Und die kleinen Säckchen bringen uns jeweils 12. Wir haben eine Küche freigeschaltet. Okay, cool. Ich werde jetzt mal das ganze Fleisch einlagern. Und wir haben eine Schmiede freigeschaltet. Was haben wir denn alles freigeschaltet jetzt? Technologie? Hier. Werkstatt, Küche, Schmiede. Ach, das haben wir jetzt alles freigeschaltet, indem wir einfach nur Säckchen gecraftet haben. Ja, nice. Ja, ich gehe nochmal los. Kauf mir jetzt eine vernünftige Hose. Schöne Gucci-Hose. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin anscheinend zu früh. Hier ist noch niemand. Also sie verkauft mir auf jeden Fall nichts. Ach, sie war das, glaube ich, ne? Hier, du hier. Ja, die mit der männlichen Stimme. So. Also, wir haben jetzt 589 Geld. So ein Google fehlt uns einfach die Kohle für. Hose mit Manschetten hätte noch einen, aber ich will, glaube ich, mehr. Hier, guck mal. Kniehose macht plus 5 Kälteschutz. Kaufe ich jetzt. Bis drauf. Ja, ist gut. So, ziehen wir uns mal die Kniehose an. Wo ist sie? Da. Jetzt habe ich 42% Kälteschutz. Ich hoffe, das reicht, dass ich einfach im Winter nicht mehr frieren muss. Häschen. Na, treffe ich dich. Jo. Top. Scharfschütze. Wie sieht es gerade aus mit der Verwaltung und dem Feuerholz? Also wir haben Holzbedarf 135.
pro Tag. Und wir haben aber 720 Holz. Also läuft. Finde ich gut. Ja, ich werde jetzt auch den Pelz nicht mehr verkaufen, sondern sammeln. Weil das natürlich nachher eine wichtige Ressource ist, um Klamotten herzustellen, die wir dann wieder verkaufen können. Das wird ein wirtschaftlicher Faktor, Pelz, auf jeden Fall. Genauso wie Leder. So, zurück im Dorf. Also wir haben heute schön gejagt. Wir sind ein paar Mal gestorben durch Kälte. Wir haben uns jetzt sehr warm eingekleidet für den Winter. Und ich hoffe, das reicht. Wenn es jetzt natürlich regnen sollte, im Winter noch. Das wird schwierig. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, das Abo und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.